Wann habe ich das letzte Handy-Review gemacht? Es wird mal wieder Zeit. Heute habe ich das Axon 7 für euch. Axon 7? Axon 7? Na, wie auch immer. Ich bin Moses von Moses Film. Los geht's. Das ZTE Axon wurde im Mai 2016 angekündigt und ist seit Juni 2016 verfügbar. Es liegt mit 175 Gramm relativ gut in der Hand, hat allerdings relativ scharfe Kanten. Es unterstützt Dual-SIM, aber wenn man die zweite SIM-Karte weglässt, kann man dafür den Speicher mit einer MicroSD-Karte erweitern. Das AMOLED-Display hat 16 Millionen Farben und löst in 2K, also 1440x2560 Pixeln auf. Es hat eine Größe von 5,5 Zoll. Multitouch und leider kein Gorilla Glass 5, aber Gorilla Glass 4. Es kommt mit Android 6.0.1 Marshmallow auf den Markt, ist aber updatebar auf Android 7.1.1 Nougat. Der verbaute Prozessor ist ein Qualcomm Snapdragon 820 Quad-Core mit 2x2,15 GHz und 2x1,6 GHz. Als Grafikeinheit hat ZTE zum Adreno 530 GPU-Chipset gegriffen. 4 GB RAM sorgen dafür, dass die Apps lange offen bleiben, Multitasking kein Problem ist, sowie das Wechseln zu schon geöffneten Apps. Die Frontkamera löst mit 20 bzw. 19,9 Megapixel mit einer Blende von 1,8 auf. Ein Dual-LED-Blitz ist verbaut und die Bildstabilisierung ist hybrid zwischen optisch und digital. Weiterhin hat die Kamera gewöhnliche Modi wie Geotagging, Touch Focus, Face Detection, HDR und Panorama. Die Frontkamera unterstützt nicht nur Ultra-HD 4K, sondern auch kinoähnliches DCI 4K. Zeitlupe wird mit 240 Bildern pro Sekunde in HD oder 60 Bildern pro Sekunde in Full HD aufgenommen. Die Rückkamera hat 8 Megapixel mit einer Blende von 2,2, die Videoqualität ist Full HD. Die von Dolby Atmos verifizierten Stereo-Lautsprecher machen einen guten Klang, der sogar räumlichen Klang relativ gut darstellt. Wo wir schon beim Sound sind, Noise Cancellation hat ein eigenes Mikrofon eingebaut und ein 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer ist auch verbaut. Dualband Wifi ist natürlich an Bord, genauso wie Bluetooth 4.2, GPS und zwar in drei verschiedenen Modi, RGPS, GLONASS und BDS. NFC ist auch dabei, was allerdings nicht dabei ist, ist die FM-Funktion, also das Radio. Laden wird das Gerät über USB Typ C mit Quick Charge 3.0, hat also eine Schnellaufladefunktion und auf der Rückseite ist ein Fingerabdrucksensor verbaut, der sehr zuverlässig funktioniert. Ein leichter Nachteil für den einen oder anderen ist möglicherweise der Akku, der mit 3250 mAh zwar nicht schlecht ist, allerdings im Vergleich zur starken Hardware doch etwas klein ausfällt. Das fällt vor allem bei intensiver Benutzung auf, wenn der Akku nicht mal bis zum Abend hält. Wer jetzt am Smartphone interessiert ist, das ZTE Axon 7 ist derzeit für 380 Euro auf Amazon und ähnlichen Plattformen erhältlich. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Like und teilt es mit Freunden, die möglicherweise daran interessiert sind oder an den Videos grundsätzlich interessiert sind. Ihr könnt jetzt rechts und links oben noch weitere Videos anschauen und in der Mitte könnt ihr den Kanal abonnieren. Das würde mich natürlich sehr freuen und mir weiterhelfen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.